Okay, dann wollen wir mal das nächste Rätsel lösen. Das Wohnzimmer. Was allerdings das Leuchten hier bedeutet, fragt mich nicht, das weiß ich selber nicht. Leider. Das Wohnzimmer. Ah ja, wieder so ein kleines Wimmelbild, sage ich jetzt mal. Da haben wir den Hammer. Da können wir, glaube ich, noch nichts machen. Ja, ich habe hier nicht richtig geklickt, deswegen. Da haben wir die Lampe, die Taschenlampe. Ach ja, das muss man auch erstmal wissen mit der Taschenlampe, dass man hier... Ah, da ist der Lichtschalter, gut. So, jetzt haben wir hier auch Licht. Also, da brauchen wir den Hammer. Wir müssen diesen Draht reparieren. Ja, wir haben ja Gott sei Dank hier ein Band. Da müssen wir bestimmt die Waffe kaputt machen mit dem Hammer, jawohl, weil da nämlich der Schlüssel drin ist. Jetzt können wir, glaube ich, hier die Schublade öffnen, jawohl, und da haben wir die Batterien und die können wir ja kombinieren. Nein, wir können die nicht kombinieren mit der Taschenlampe, okay, dann nicht. Wo soll ich die denn jetzt einsetzen? Ach, da. Ach, bei der Fernbedienung. Okay, das war's. Und jetzt kommt für den ersten Abschnitt die letzte Buchseite, die Briefmarken. Ich weiß echt nicht, was das hier bedeutet. Vielleicht wird das Kästchen geöffnet, wenn alle Schlitze gefüllt sind. Ach so, das ist eine Art Schalter, denke ich mal. Und hier steht immer die verbleibende Zeit, die wir pro Buchseite haben. 23 Minuten und 45 Sekunden. Finde aus dem Gedächtnis die zusammenpassenden Briefmarkenpaare, um die Seite zu entsperren. Also eine Art Memory. Und schon sofort ein Paar gefunden. Gut, da ist das Nashorn. Ah, okay. Nee, das sind die falschen Schildkröten gewissen, okay. Die Zwings, Moment. Ah, nee, ach, da war die, okay. Die waren doch hier. Nee, Quatsch, da drüber. Da ist die Schildkröte. Nee, Quatsch. Da war die Blume. Da sind die Kamele und hier sind die Pferde. Jawohl. Perfekt. Ziehe und drehe die Teile, um sie alle in das Kästchen einzupassen und diese Puzzle wieder zusammenzusetzen. Verbinde die Teile... Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich ein Bäuerchen abgelassen, Entschuldigung. Verbinde die Teile wieder mit dem mittleren Fragment im Kästchen. Okay, gut. Yay, wir dürfen puzzeln. Geil. Ich glaube, das kommt dahin. Ne? Jo. Und die rasten auch ein, ne? Ja. Und wir haben hier aber bei dem Puzzle haben wir aber Endpluszeit, ne? Ja, gut. Ist das eine Ecke? Ja. Gut. Das könnte, glaube ich, dahin, oder? Ja. Sehr gut. Das könnte... Nee, nicht dahin, okay. Ach, aber so, glaube ich. Jo. So, das kommt definitiv dahin. Jawohl, das ist die Ecke oben links.
Und das ist das Gemäldefragment entsperrt. Yay! Dieses Fragment ist wie durch einen Zauber dem Buch entsprungen. Wenn wir alle Puzzle lösen, wird Titus durch Wiederherstellen des gesamten Gemäldes vielleicht befreit. Und das ist unser Ziel. Du hast den Test bestanden. An diesen ersten Puzzle sind schon so viele gescheitert, du aber nicht. Wie du siehst, ist jedes Puzzle eine Seite aus einer größeren Sammlung. Wenn du die Zimmerpuzzle und die ungebundenen Puzzleseiten lösen kannst, bin ich dir nicht nur ewig dankbar, sondern kann dir zudem mehr darüber erzählen, wie ich in diese missliche Lage gekommen bin. Bislang kann ich dir nur erzählen, dass meine Geschichte vor vielen Jahren begonnen hat, als ich dummerweise meinen Großonkel belauschte. Der Zauber zum Entsperren der nächsten Puzzle befindet sich dort. Also irgendwo da, glaube ich. Findet den Zauber in diesem Zimmer, durch den die nächsten Puzzle entsperrt werden. Das mache ich noch. Genau, da. Genau. Die nächsten Puzzle sind entsperrt. Wir sollten zum Buch zurückkehren und weitere Puzzle lösen, um mehr von dem Gemälde wiederherzustellen. Jo. Aber meine Lieben, also ja okay, du kannst nun auf die Pfeiltaste klicken, um bereits im Buch gelöste Puzzle noch einmal zu spielen. Ja, das brauche ich jetzt nicht machen. Wenn man Spaß daran hat, kann man es machen, aber das mache ich jetzt mit Absicht nicht. Nicht im Let's Play. Ja, meine Lieben, wie gesagt, pro Abschnitt, also jedes Mal, wenn ich ein Bildfragment hier beim Puzzle hier freigeschaltet habe, beende ich immer eine Aufnahmeseason. Deswegen werden die Parts mal länger, mal kürzer, immer je nachdem, wie knifflig die Rätsel sind. Aber es kommen noch schwere auf uns zu, glaubt mir. Ich habe den ersten Teil jetzt noch nicht komplett durchgespielt, privat. Ich habe jetzt nur bis zum dritten Abschnitt mal privat mal angezockt, aber nicht durchgezockt, ne? Also da kann ich euch beruhigen. Und der zweite Teil kann ich euch jetzt schon mal verraten, von Asada wird komplett blind Let's Played werden von meiner Seite aus. Aber wie gesagt, den vierten Teil, den kenne ich so oder so, weil ich den schon seit Jahren mir schon geholt habe, vor einigen Jahren. Und den dritten Teil, den habe ich jetzt auch erst neulich geholt, aber den werde ich jetzt am kommenden Wochenende einmal privat durchspielen. Und den Teil, den werde ich nämlich auch sehr genießen, auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, das war jetzt erstmal die erste Aufnahmeseason von Asada 1, Entdecke das Geheimnis. Genau. Ich hoffe, meine Lieben, ihr hattet jetzt Spaß bei dem ersten Eindruck von Asada 1, Entdecke das Geheimnis. Und ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischauen würdet. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge von Asada 1. Entdecke das Geheimnis. Tschüssi!